Kahns Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Kahn versicherte mir, dass Bourbons Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Ja, das tun wir natürlich alle. Aber Kahn ist bestimmt auch ein interessanter Gefährte. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033 auf dem Kanal von Chronicle mit Nino. Und ja, wie immer, auf Lutz geht's los. Ich habe jetzt ja hier trotzdem eine AK gefunden. Das finde ich ja das Gute. Kahn, warte. Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Okay. Sollte das einem nicht Gedanken machen. Sie wissen, dass wir hier sind. Wer? Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange. Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Oh mein Gott. Ich kenne diesen Tunnel und er kennt mich. Gehen wir. Sei hier vorsichtig, es ist ein gefährlicher Tunnel. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Okay. Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Wir müssen daran vorbeigehen, nicht die Silhouetten berühren. Konzentrieren. Gehen wir. Okay. So Leute, dass ich jetzt gerade so leise bin, aber das ist schon ein bisschen seltsam. Hier sind sehr viele Tote und es ist schon an sich sehr seltsam. Kahn scheint sich hier auszukennen. Das gibt mir ein bisschen Mut. Der zeigt auf uns. Oder? Hinter uns. Aber ich darf mich ja nicht umdrehen, also gucke ich einfach jetzt mal den an. Kahn dreht sich auch nicht um. Mama? Wo bist du? Oh je, der Arme. Mama! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist schon... schon heftig, dieser Tunnel hier. Das ist... ich weiß noch nicht genau, was passiert, wenn man sie berührt, aber ich glaube, der hat ja gesagt, das ist nicht... Zur Seite, Artyom! Das ist kein echter Ziel. Das ist der Zug gewesen. Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Ja, ich verstehe. Der Tunnel wurde halt anscheinend zerstört bei dem Angriff. Und gehen wir. Anscheinend sind diejenigen, die hier gestorben sind, dazu verdammt, auf ewig hier als Geister zu bleiben. Ich kann ja auch meine Lampe aufladen. Ich glaube eh nicht, dass Waffen hier viel ausrichten werden. Oder würden. Immer nach vorne schauen. Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Oh,
Folge mir, aber bleib hinter mir. Vielleicht gegen Mutanten? Vielleicht einfach so? Castonella pio asterio manto. Castonella pio asterio manto. Alam rom om. Alam rom om. Castonella pio asterio manto. Castonella pio asterio alam rom om. Alam rom. Okay. Der scheint wirklich mit den Tunneln gut auszukennen. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Okay. Das könnte vielleicht auch erklären, warum sie ihn durchlassen. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Vielleicht. Njam, njam, njam. Die Metro ist teilweise wirklich ein Ort, wo man nicht unbedingt sein möchte. Ach, Scheiße! Du sagst es. Ja, ich hab's auch gehört. Konzentrieren. Leute, das war mein Windows. Verdammt, dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Von der Verfluchten? Okay. Na dann. Gehen wir. Das scheint auch eine Station zu sein. Bist du wahnsinnig, hier durch den Atommüll zu latschen? Ich hoffe, du kennst dich ja aus, aber... Du scheinst mir so, als würdest du dich alles damit mit allem auskennen. Anomalie. Khan war ein ungewöhnlicher Mann. Aber er war wohl auch ein Mann seiner Zeit. Er bewegte sich zwischen Dunkelheit und Licht. Suchte nach Antworten, die im Schutt begraben waren. Ja, das ist wahr. Los geht's. Bin noch da. Hier nehme ich wieder die AK. Ist ein bisschen offener das Gelände. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Das kommt zu spüren. Das ist eine seltene Gabe. Ja, ich habe einen Brummen gehört. Das ist eine Anomalie, ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Okay. Boah. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Vielleicht hat er ja recht. Ups.
hat ihn noch erwischt, aber sind beide gestorben. Wohl oder übel. Sieht alles frei aus. Ich merke auch keinen Brumm. Kahn. Zurück. Ach, bis jetzt hält das ja ganz wacker. Mein Eingang war noch nicht. War nicht sonderlich nötig. Okay, das werden jetzt viele. Erinnert euch vielleicht noch an den Anfang der ersten Folge, wo diese Horde ankam. Das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen daran. Ich muss nicht lange gewartet, immer schnell nachladen. So weit springen! Also. Okay. Da kommt noch mehr. Oh. Stillhalten, ja. Nicht einmischen. Es kommt vor allem von hinten. Es lebt da drin. Wow. Das hat die gerade alle geschnetzelt. Und so läuft das. Eine Live-Demonstration. Ja. Ich will mich mit dem Ding jetzt nicht anlegen. Hat uns jetzt aber gerade in dem Moment auch geholfen. Boah. Also hier in der Metro gibt es Sachen, die sind beeindruckend. Auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir. Das ist ja richtig hier mit Benzinmotor und so. Coole Sache. Na dann. Ist ja voll hier bequemer, chilliger Sessel. Ah, da gibt mal Stoff. Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Weißt du überhaupt davon? Mann, oh Mann, Kahn. Du musst nicht antworten. Ja. Wir haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können nirgendwo hin. Diese verfluchte Station, der scheint es nicht so gut zu gehen. Kahn führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Ja, und was dort in der verfluchten Station passiert, das erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge von Let's Play Metro 2033. War mal eine kürzere Folge bei mir. Hab mir schon eine ganze Menge zu tun. Ja, und deshalb würde ich sagen, bis zur nächsten Mal, Folge von Let's Play Metro 2033. Bewerten nicht vergessen, schaut was, sonst was wir noch auf dem Kanal haben. Und ja, tschüss.